So, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Hier haben wir jetzt unseren Drink, den Malakai Special Drink. Der hat die ähnlichen Zutaten wie die Energiemischung. Ungefähr 21 Blüten, verschiedenste Gemüse und Gewürze. Und in diesem Fall jetzt hier haben wir keine Mineralien drin. Aber ich wollte euch noch schnell eine Kajotepflanze zeigen. Das ist wirklich extrem super. Das sind die Blätter. Hier seht ihr, wie die alles in Beschlag nimmt. Und dann seht ihr hier, wie diese Knolle da wächst. Und dann geht man da hin und pflückt sie. Und das ist halt das sehr Angenehme bei dieser Pflanze. Man hat keinerlei Arbeitsaufwand. Wenn diese Knolle einen Spross kriegt, dann legt man den einfach auf die Erde und dann fängt das an zu wachsen. Und im Idealfall, wenn die Bedingungen stimmen, dann hat man innerhalb von 2 bis 3 Monaten kann man schon die erste Ernte einfahren. Da oben ist eine sehr schöne, seht ihr sie? Und die machen wir natürlich in die Energiemischung, in den Drink. Da macht man Suppe damit, weil das Pulver sehr neutral schmeckt. Kann man es in Brot mischen. Und das Problem ist mit dem Pulver, dass man ca. 30 Kilo mindestens Rohmaterial braucht, bis man 1 Kilo Pulver hat. Jetzt läuft man durch den Garten. Jeder, der Gesund durch Wissen kennt, der weiß, wir suchen nach Pflanzen oder Wesenheiten, die extrem hoch energetisch sind. Und da haben wir natürlich hier die wunderschöne Rose. Jeder, der Rosen liebt, der riecht daran. Das geht leider noch nicht übers Telefon. Und dann weiß er, dass das ist ein potenzielles Heilmittel. Selbstverständlich machen wir die Rosen auch in den Energiedrink. Das kann man so pflücken und dann mitkochen. Oder was ich jetzt angefangen habe zu machen, ich trockne das und mache ein Pulver und mache dann eine Schokolade draus. Das ist eine weitere Heilpflanze. Und zwar heißt die auf Englisch Bottle Brush. Man sieht hier diese wie bürstenähnliche Blüten. Davon nehmen wir die Blüten, aber auch die Blätter. Das Energieniveau auf einer Skala von 0 bis 18 liegt bei dieser Bürste hier, bei dieser Pflanzenbürste, nein, Flaschenbürste bei 16. Also extrem hochschwingend. Jetzt laufen wir weiter durch den Garten und schauen, was wir sonst noch entdecken. Diese hier, die ihr zur Linken seht, die verwenden wir überhaupt nicht. Das sind meistens Pflanzen einfach mit Blättern. Manchmal gibt es auch Blüten dran, aber die sind für uns ohne Bedeutung, weil sie zu wenig hoch schwingen. Dann haben wir hier, das ist sehr wichtig, das habe ich erst vor kurzem entdeckt durch meine Frau. Das ist der gelbe Flaschenputzer, also Yellow Bottle Brush. Und meine Frau, die ist draufgekommen, sie hat so ein Zwergchen abgerissen und hat dran gerochen und hat dann gesehen, das ist extrem fein, leicht zitronenartig und hat mir dann gesagt, du, teste das mal.